1983 entschied sich Käsbohrer, in einem neuen Markt der Mehrzweckfahrzeuge anzutreten. Es wurde ein sommer- und wintertaugliches Überschneefahrzeug entwickelt. Das hydrostatisch angetriebene Fahrzeug wurde elektronisch geregelt und gelenkt. Und es war straßentauglich. Diese Fahrzeuge wurden bis 1994 gebaut und eingesetzt in der Bau- und Forstwirtschaft, in der Antarktis und bei Rettungseinsätzen. Selbst zu Forschungszwecken in Grönland und in der Wüste waren die Fahrzeuge unterwegs. Das Nachfolgemodell PB100 Flexmobil übernahm vom Vorgänger das bewährte Laufwerk sowie die moderne Technik des Basisfahrzeuges Pistenbully 100. Auch zur Hüttenversorgung in den entlegensten Winkeln konnte es eingesetzt werden. Durch den großen Böschungswinkel vorn und hinten konnte das Fahrzeug buchstäblich die Wand hochfahren. Dieses Fahrzeug legte eine unglaubliche Geländegängigkeit zu allen Jahreszeiten an den Tag.